Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zum Wochenstart in den Nachrichten hier bei Megional im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und pünktlich mit dabei sind. Und wenn man so den Blick nach draußen schweifen lässt, kommt angesichts der Temperaturen ja nicht unbedingt Badestimmung auf. Doch das hat eine Gruppe von Badewilligen nicht daran gehindert, in Bürnichen ein Strandbad zu eröffnen. Frank Langer hat die Details. Unsere Region steckt voller verrückter Ideen. In der vergangenen Woche tauchte in den sozialen Netzwerken ein Video über das Strandbad Bürnichen auf. Innerhalb kurzer Zeit machte das die Runde und auch wir fragten uns, wer wohl hinter dem Machwerk steckt. Gefunden haben wir Enrico Aust und seine Freunde vom Bürnichener Karnevalsverein. Die Idee ist entstanden, wie auch viele andere auch, bei uns zu einer von unseren Faschingssitzungen. Das war irgendwann mal Anfang Mitte Januar. Ja, und da haben wir gedacht, Grünhainichenfreibad hat zu. Bei uns durch den anhaltenden Regenfällen war gerade die große Pfütze hier gewachsen und somit haben wir unser Strandbad ins Leben gerufen. Und da haben wir einfach mal kurz gedacht, nach unseren Proben am Samstag packen wir mal unsere 7 Sachen ein. Liegestuhl, Palme, Badehose und dann haben wir hier mal kurz halbe Stunde gedreht. Ja, und dadurch ist dann halt unser Video entstanden. Und das geht ein bisschen durchs Netz. Und ja, einer, der da sich quasi in die Fluten gestürzt hat, ist er. Name bitte mal kurz. Ich bin der Nitschke Harald vom BCV. Natürlich haben wir noch vergessen, bei unseren Strandbauen, da waren wunderschöne, hübsche Mädels. Und da war es ja ganz einfacher, hier baden zu gehen. Ne? Also ihr wart quasi, die innere Wärme war da. Jawohl, trotz den kalten Wassertemperaturen, 5 Grad waren das, aber war Gott so erträglich. Auch die Mädels haben uns aufgemuntert. Aber ihr müsstet euch ein bisschen überwinden? Ja, es ging schon. Für Kai war es ziemlich hart, weil er kam mit dem S50 hierher gefahren. Da war er schon durchgefroren, also war nicht so lange im Wasser. Und ich habe das Fahrzeug dann wieder zurückgefahren. Also da gibt es auch noch so einen Textuntertitel drunter, den gibt es von ihm hier. Ja, ich mache das ab und zu mal, dass ich ein paar Texte schreibe und ein paar Unfug-Sachen mit Neustreu. Der Enrico hat es schön umgesetzt, hat mich gefreut. Das Video hat schon ein paar Klicks im Internet bekommen. Das freut euch? Ja, klar, auf alle Fälle. Das ist ja jetzt unsere erste Saison, seitdem wir unseren YouTube-Kanal haben. Ja, auch selbst auf Facebook hat es jemand hochgeladen. Da haben wir jetzt mittlerweile schon 11.000 Views. Ja, das ist schon doch recht interessant, wie schnell sich sowas verbreitet. Und natürlich sind wir dann auch stolz drauf, dass halt unsere Ideen so angenommen werden. Nun aber den Clip einmal in voller Länge. Mensch, was ist denn hier? Geschlissen? Gibt's doch gar nicht. Ja. Muss ich auch wieder heimfahren. Ein Badegast ist, wie viele andere auch, über die Schließung der Badeanstalt nicht informiert. Er sucht daraufhin ein renommiertes Strandbad ganz in der Nähe auf. Oh, hier ist es. Jetzt will ich hier gerade hin, die Boote gehen. Da haben die einfach das Boot zugemacht, das gibt's doch gar nicht. Aber es ist ein schönes Verlust, hier ist ein Strandbad einwandfrei. Eine Schweinehitze, ich schwitze ja nicht sein. Die Eigräne müssen mich nicht verbrennen. Die sind die scheinen wie blöd, da hat ihm schon sein Himmel. Ja. Hier ist der Sonne. Schön. So. Hey Kai, leg auf! Ach, diese! Hier. Ja, guck mal! Ja, frei, ja. Ja, so mit dem Mädels, ja, die Pralinen hier, Wahnsinn! Die Leute, die gerade hinten beiden, denkst du, die haben das Bötchen gemacht, ey? Das kommt, das sind Arschen, die rein machen. Ja, das ist hart, ich muss meine Bötchen noch anziehen. Das muss man den Fußbild einfangen, hier. Ich will ja den Wind getreten, ja. Ich will doch hier der Arsch sein, der Strandbeutel, das ist die Aufregung. Na ja, mal rein. Das Bürnichener Strandbad ist wie immer bei bestem Badewetter gut gefüllt. Die Scheiß-Rühe hier!
Oh, ein Hitzer drin. Ich hab jetzt keinen Hit. Ein schöner Tag für hunderte Sonnenanbeter geht zu Ende. Gibt's neue Ideen? Ja, für nächstes Jahr lassen wir uns mal noch ein bisschen Zeit, aber die ein oder andere Idee ist sicherlich schon ja in den Startlöchern. Von eher kühlen Badestränden geht es nun in die warmen Räume des Schloss Wolkensteins. Vater und Sohn stellen hier ihr gemeinsames Hobby zur Schau. Tobias Körner, bitte. Frau Liebing, das Schloss Wolkenstein ist ja bekannt für die verschiedensten Ausstellungen und jetzt wirft eine neue schon die Schatten oder die Bilder voraus. Was wird denn gezeigt, was wird ausgestellt? Es werden Fotografien gezeigt von Kai und Peter Krasnickel aus Wolkenstein. Und von wann bis wann ist denn die Ausstellung hier dann zu bestaunen? Also ab 3.3., 14 Uhr ist die Eröffnung und dann wird sie bis 15. April hier zu sehen sein. Zu welchen Zeiten kann man denn hier ins Schloss kommen und diese Ausstellung betrachten? Man kann die Ausstellung immer sehen, wenn das Museum geöffnet hat. Und das ist immer von Dienstag bis zum Sonntag und an Feiertagen. Und wenn in Sachsen Ferien sind, da kommen ja die Osterferien während das, dann ist auch montags offen. Herr Krasnickel, Sie sind Wolkensteiner und ich habe schon mal über Ihre Bilder, die es ab morgen hier zu sehen gibt, mal drüber geschaut. Es gibt auch maritime Motive. Wie kommt denn das? Das liegt in der Natur der Sache, da ich gebürtiger Stralsunder bin und dort aufgewachsen und bin auch jedes Jahr an der Ostsee und speziell zur Hanseseel und da entstehen viele maritime Bilder. Aber auch Landschaften sind Objekte, die Sie fotografieren. Wie gehen Sie denn an die Sache ran? Tja, das Auge. Sehen, empfinden und dann Kamera aufbauen, nachdenken, was man machen will. Und ja, dann entstehen viele Bilder und viele wandern in den Papierkorb und einige bleiben übrig. Haben Sie denn so etwas wie ein Lieblingsbild? Ja. Das ist aber eine Aufnahme von meinem Sohn. Das sind einmal hier drüben die Bäume in der Diagonale praktisch. Das ist ein Lieblingsfoto. Und der Herr Fuchs. Das auch irgendwo zu sehen, ja. Ja, Tiere mache ich auch, aber das ist eben sehr kompliziert, aufwendig. Was würden Sie sich denn wünschen für den Verlauf Ihrer Ausstellung? Tja, dass ein paar Leute kommen und sich die Bilder angucken und auch ihre Kritik äußern, das wäre das, was mein Ziel ist. Ja. Darüber hinaus, was gibt es denn noch so über das Schloss Neues zu erfahren? Also wir haben parallel jetzt noch eine Ausstellung laufen von einer brasilianischen Malerin. Die wird auch bis 15. April zu sehen sein. Und dann gibt es im Erdgeschoss, da hat das Mittlere Erzgebirgsfernsehen schon berichtet, noch die Ausstellung zur königlich-sächsischen Armee zur napoleonischen Zeit. Das ist derzeit im Museum zu sehen. Und natürlich unsere Dauerausstellung. Die kann man auch jederzeit, also immer wenn wir offen haben, kann man die sehen. Und man kann auch jeden Sonntag 10.30 Uhr an einer Führung durch die Räumlichkeiten teilnehmen. Marienberg, Ortsteil Lauterbach, Unfall unter Alkoholeinfluss. In der Nacht zu Sonntag gegen 1.45 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit einem Ford die Lengefelder Straße aus Lauterbach kommend in Richtung Kalkwerk. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Leitpfosten. Der Gesamtsachschaden summiert sich auf rund 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fortfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,54 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Musik.
Das neue Schulhalbjahr hat gerade begonnen und wer von den Schülerinnen und Schülern in unserem Sendegebiet schon einmal über einen Auslandsaufenthalt nachgedacht hat, den dürfte die folgende Meldung freuen. Noch bis zum 9. März kann man sich beim Sächsischen Kultusministerium für ein Auslandsstipendium bewerben. 35 Plätze für einen 4-wöchigen Schulbesuch in Frankreich, Malta, Tschechien, den USA, Kanada und im Vereinigten Königreich sind zu vergeben. Kultusminister Christian Piewarz ermutigt besonders die Oberschüler, diese einmalige Chance zu nutzen. Eine solche Erfahrung stärkt das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit, was sich nicht nur im Unterricht, sondern auch in späterem Berufsleben auszahlen wird. Ein Schulbesuch im Ausland ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um seine Fremdsprachenkenntnisse weiter zu verbessern. Der Schulbesuch im Ausland wird vom 22. September bis 20. Oktober 2018 durchgeführt. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien, die in Zusammenarbeit von Experiment e.V. und den Partnerorganisationen ausgewählt werden. Das Stipendium umfasst unter anderem die Kosten der Unterbringung, des Schulbesuchs, die Flugkosten von Deutschland ins Zielland und zurück und die notwendigen Versicherungen im Ausland. Ein Eigenanteil von 150 Euro wird von allen Teilnehmern erhoben. In besonderen Härtefällen kann dieser Eigenanteil in Raten gezahlt werden. Bewerben können sich die Oberschüler, die zum Zeitpunkt der Bewerbung die Klasse 8 einer Schule im Freistaat Sachsen besuchen und zum Zeitpunkt des Schulbesuchs im Ausland ebenfalls noch schulpflichtig sind. Damit werden Stipendien nur für Schüler gewährt, die zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Ausland die Klasse 9 einer Oberschule im Freistaat Sachsen besuchen. Außerdem sollten die Schüler gute schulische Leistungen in der Sprache des Ziellandes vorweisen können, damit eine Verständigung vor Ort möglich ist. Eine Rolle spielen auch die sozialen Kompetenzen, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Voraussetzung ist daher auch ein ehrenamtliches Engagement im Vereins- oder Schulleben. Die Bewerbungsunterlagen, die können unter www.schule.sachsen.de heruntergeladen werden. Mit dem extrem frostigen Winterwetter der letzten Tage könnte es bald vorbei sein. Somit dürften Motive wie auf unseren Zuschauerbildern aus Pobershau demnächst seltener werden. Danke an Diana Ehnert für das Zusenden der Aufnahmen. Der erste Blick über die anstehende Woche lässt einen Aufwärtstrend bei den Temperaturen erkennen. Das Leben im Kühlschrank hat also ein Ende. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt. Mond und Sterne sind nicht zu sehen. Ebenfalls keine Rolle spielt der Niederschlag. Eine dicke Null zeigt an, dass es trocken bleibt. Nun aber zu den Temperaturen. In Olbernhau zeigen die Thermometer minus 3 bis minus 2 Grad an. In Marienberg stehen minus 4 bis minus 3 Grad zu Buche. Und die Zopower bekommen die Höchstwerte von minus 2 bis minus 1 Grad. Der Wind weht in frischen Böen mit um die 40 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Morgen, am Dienstag, erwartet uns wieder ein durchweg bedeckter Himmel. 0 Sonnenstunden stehen am Ende des Tages auf der Abrechnung. Was wir auf jeden Fall bekommen, das wird leichter Schneefall sein, und zwar im gesamten Sendegebiet. Das Niederschlagsrisiko beträgt 90%. Ausschlaggebend für den festen Aggregatzustand des Niederschlags, ja, das sind logischerweise die Temperaturen. In Olbernhau am Nussknackermuseum gibt es zwischen minus 2 und minus 1 Grad. Im Gebirge am Tourismuszentrum zeigt das Thermometer zwischen minus 3 bis minus 1 Grad und in Hohendorf klettert das Quecksilber auf minus 1 bis 0 Grad Celsius. Der Wind weht dann nur noch leicht mit um die 10 Kilometer pro Stunde aus Westen.
Nun der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Am Mittwoch erwartet uns ein wolkenverhangener Himmel ganz ohne Sonne. Der zu erwartende Niederschlag geht im Tagesverlauf von Schnee in Regen über und dann wird es auch richtig glatt. Bei minus 3 bis plus 2 Grad Celsius weht der Wind frisch aus Westen. Der Donnerstag hält schönes Wetter für uns bereit. Leicht bewölkt ist das Firmament mit einer großen Portion Sonne und ohne Niederschläge. Die Warmluft ist dann da und ja, das lässt die Temperaturen auf 0 bis plus 6 Grad Celsius ansteigen. Der Wind weht weiter aus Westen. Genauere Infos für die kommenden Tage haben wir dann morgen für Sie hier an dieser Stelle. Das war es erstmal vom Regionalwetter. Und damit sage ich auch schon wieder Tschüss. Bis morgen Abend zu den Nachrichten in Regional hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und einen tollen Start in den Dienstag.